Ja, hier wieder beim Quali und beim Last Ragtag in der Secret World. Wir sind heute nicht alleine, wir haben natürlich Putin dabei. Putin und ganz prominent, kennt ihr inzwischen ja auch schon, die gute Terra May. Sag mal hallo. Hi. Und wir sind hier in der verbrannten Wüste, heißt das Gebiet, glaube ich. Also ich fühle mich ziemlich klein, also Eukalypta fühlt sich klein, kleiner als Putin. Weil die beiden doch schon etwas weiter hier im Spiel sind als die gute Eukalypta. Aber mal gucken, sie ziehen mich jetzt hier mit und wir werden ein bisschen Leute schnetzeln. Aber erst müssen wir den Tracker aktivieren und Kisten suchen. So, suchen wir mal Kisten. Zum Glück weiß ich ungefähr, wo die Kisten sind. Aber ihr ja auch. Hoffe ich. Meinst du? Wir wissen es, geh aber vor. Der Heiler geht vor. Apropos, ich muss mal Heiler als defensives Ziel einstellen, weil der... Ja, die gute Terra macht Damage-Dealer, das kann sie gut. Habe ich mir sagen lassen zumindest. Oh, Terra. Guck mal, ich habe hier sogar was gefunden für die Hauptquest. Terra, zufällig. Schnell, ich brauche Damage, deal mit mir. Ich soll was? Du bist Damage-Dealer, los! Schnell, ich brauch Damage, gib's mir, los! Du bist ein Dealer, ich hab los. Leider noch nicht die Peitsche aktiviert, sonst würde ich dir irgendwie eine knallen, aber... Wenn jetzt diese Sprüche schon kommen, Leute, muss ich mich gerade hinsetzen. Jetzt wisst ihr, wie es mir in den letzten Tagen mal geht, wo ich nicht mit Eukalypta gespielt habe. Das werdet ihr noch heute häufiger sehen. Hier. Zur Verteidigung muss ich persönlich sagen, es ist selten gewesen, dass wir drei gleichzeitig online waren. Das ist korrekt, ja. Das stimmt. So, hier ist das erste Artefakt. Und es wird bewacht, deswegen... Tötet ihn! Boah, ich hasse dieses Gepiepe. Oh, so herrlich. Kein Problem. Aua! 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 Die Kiste will uns nicht. So, jetzt aber. Kiste hat keine Chance. So. Hier haben wir noch ganz viel, was hier noch rumliegt. Hoffentlich haben wir ein bisschen QS6 bis QS8 Material für Terra dabei. Nee, im Moment nicht wirklich. So, den GPS-Tracker wieder einstellen. So, Artefakt Nummer 2. Wo haben wir das denn? Da oben. Oh, hier kommt erstmal die Patrouille, die man nicht besiegen kann. Das ist nicht ganz korrekt, aber im Grunde schon. So, jetzt machen wir hier die Leute aber mal platziert. Heiler stirbt. Dann sollte er sich mal heilen. Er ist abgelenkt von dem Gepiepe. Da ist noch so ein fetter Kultisten-Heini. Hier habe ich das Gefühl, dass irgendwie das Spiel hier hakt. Das Spiel hakt? Ja. Bei mir stehen hier immer noch die ganzen Kisten. Der ganze Loot. Ja, bei mir auch. Blut. Silbersaufen, Blut. Aber wenn das Spiel so gut hakt, dann kannst du ja gerne mal in meinen Garten gehen. Das ist ein Garten? Das sind ganz neue Sachen hier, Leute. Wir finden heraus, Ich hatte mal einen. Also, falls ihr ihn mal besuchen wollt, den Lestrack. Nicht mal ich. Aber ich wohne hier. Haltet nach einer Wohnung mit ungepflegtem Gartenausschau. Ungepflegt wäre noch... Das würde bedeuten, dass er mich wenigstens etwas interessiert. Okay, gruselig. So. Ich kann das nicht weitermachen, keine Ahnung. Und
Nö, ich stehe immer noch bei 2 von 5. Ja, dann warten wir noch auf die Kiste. Den Tracker kann ich auch nicht nutzen. Das ist lustig. Oha. Das Spiel möchte nicht, dass du mit uns spielst. Nee, überhaupt nicht. Und irgendwer greift mich auch wieder an. Ich sehe das nicht mal. Ich versuche sie auf mich zu lenken. Hä? Da ist aber keiner. Ja, aber irgendwas hat mich gerade getroffen. Und das kann ist nicht. Wahrscheinlich die Kiste. Da ist sie doch wieder. Ja, aber ich kann sie nicht anklicken. Okay. Deswegen, das ist so... Ach ja. Naja, gehen wir zum dritten Artefakt. Ja, ich sehe die da auch wieder, da den Loot. Ja, ne? Das dritte Artefakt müsste hier sein. Tötet sie, die Atomisten! Das Gute daran, wenn man so Leute hat, die ein bisschen weiter fortgeschritten ist, man muss sich überhaupt keine Sorgen darauf zu machen, wen man heilt und wen nicht und so. Man läuft einfach nur mit. So. Gibt's noch eine vierte? Ja, es gibt noch eine vierte Kiste. Und zwar ist sie genau da. Müssen wir jetzt zurück auf die Straße? Hier oben ist ein Wissen übrigens. Das gehen wir uns nochmal holen, oder? Mhm. Habt ihr das denn schon? Natürlich. Nein. Ganz ehrlich, dieses habe ich vergessen. Ha! Hat immer geleuchtet, aber irgendwie... Siehst du mal, wenn du jetzt nicht mit der Eukalypta unterwegs wärst. Ja. Hättest du den Wissen nie vollgekriegt. Das glaube ich nicht. Ich weiß mittlerweile, dass es ziemlich aussichtslos ist, dass es, ich das Wissen jemals vollkriege, weil es gibt Wissen, die sind so gut geschützt durch Abhänge, wo man drüber springen muss. Das kann ich nicht. Da ist wieder ein Pluspunkt für mich. Mich interessiert es überhaupt nicht. Das ist traurig. Dafür kannst du doch auch nochmal extra KP und FPs kriegen. Warum machst du das nicht? Warum kurz was? Na, extra KP und FPs kannst du dafür extra kriegen. Oh, okay. Wenn du das voll machst. Von Schlachtig Tod, das Summen oder was es da alles gibt. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Tussi hier schon mal wirklich gemacht haben. Einmal. So, wo war denn das Ding jetzt hier eigentlich? Hier, ach, hier um die Ecke. Da oben auf dem Dach. So. Ah, es hat aufgehört zu piepsen. Sehr schön. So, ich habe auch gehört, der Maler hat sich, also der Lesrak hat sich überlegt, was wir denn heute für ein Thema besprechen. Hab ich? Nein, hätte mal. Hätte mal. Habt ihr jemand Nacktfotos von eurer Beziehung gemacht? Nein. Oh mein Gott. Wir hatten das Thema doch gerade. Koali hat's losgetreten, gib mir keine Schuld. Er hat den Hund losgelassen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn er beißt. Hey, zum Beispiel war er echt gut. So. Um mal das Thema wieder auf etwas Jugendfreies zu senden. Ich habe noch keine Antwort gekriegt. Von mir schon, und das ist das Wichtige. Wir wollen jetzt hier, wenn wir schon weibliche Begleitung haben, sie nicht in Bedrulle bringen. Oh, glaub mir, die ist härteres gewohnt. Ja. Das stimmt. Das war jetzt wirklich noch sehr, Das ist traurig. Danke! Töten wir ein paar Kultisten. Ja.
Oh, ich habe euch noch so einen dicken Typen hier. Also ein Thema, Finn. Lass mir überlegen. Das jugendfrei ist, hast du gesagt. Oh Gott, immer diese Einschränkung. Ja, findest du da noch was? Schnell, wir müssen ihn aufhalten. Ah, sehr schön. Artefaktkiste benutzen. Und zum Agatha-Eingang teleportieren. Bei mir steht rasch den Herold aufhalten. Ja, haben wir doch. Haben wir doch. Steht da aber noch und die Zeit läuft so weit runter. Ich gebe schon mal die Kiste ab. Ja, klar. Vielleicht musst du die Kiste hier nochmal aktivieren. Kann ich nicht anklicken. Ja, ist ganz komisch. Ich bin immer noch beim zweiten Artefakt, aber ist ja nicht das Problem. Heute scheint es einen ziemlichen Buggy-Tag wieder zu haben, ne? Ja. Ja, ist ziemlich buggy, vor allen Dingen auch, ich kann das Ding hier gerade nicht abliefern, weil hier niemand ist. Obwohl, doch, da ist jemand. Ich habe ihn getroffen, er hat ein Drachen-Outfit und ich werde ihm die Kiste geben. Das epische Outfit. Oh, was haben wir da gekriegt? Schönes, ein geborgener Anhänger. Der mehr Trefferwert, weniger Angriffswert, weniger Durchdringung, mehr Gesundheit, mehr Crit. Oh. Achso, die kannst du nicht töten, Terra. Ach Mann, lass mich doch mal. So, wo spuken denn? Irgendwie muss man doch die Zeit totschlagen. Wo spuken denn die beiden schon wieder rum? Da unten. Da, wo du zurückgelassen hast. Ja. Alleine, bitte einsam. Terra und Malael aus dem Kinderparadies abholen. Aus dem Kinderparadies. Genau. Sie versuchen schon wieder, sich gegenseitig zu erforschen. Was? Davon wüsste ich. Ja, wieso? Bei kleinen Kindern sagt man, sie erforschen sich gegenseitig. Sobald sie älter werden, heißt es sexuelle Belästigung. Naja, Doktorspiele und so, ne? Ist klar. Legen Sie sich hin, ziehen Sie sich aus und reagieren Sie nicht, egal was ich mache. Nein, das ist keine sexuelle Belästigung, das ist mein Beruf, ich bin Arzt. So. Ah ja. Da bin ich wieder. So. Warum massieren Sie meine Brüste? Ich war wegen einer Erkältung hier. Ich bin Arzt, ich weiß, was ich tue. So. Aber glaub mal nicht, dass ich da meine Reflexe unter Kontrolle habe, wenn du sowas machst. Einmal zurück in die Stadt. Einmal zurück in die Stadt, okay. Ja. Ja, wir brauchen ja ein neues Quest. Und zwar holen wir uns doch hier mal von den Leuten aus dem Rat von Venedig mal Quests. Hier von Amparo Osorio. Ja klar, ist kein Problem. Wenn ich einen Enkel habe, wird er das erledigen, sobald der Ladebildschirm durch ist. Ja, der Ladebildschirm auf Doom ist immer noch beim Lesrak. Der Spendenaufruf an euch da draußen hat leider nichts gebracht. Es gab einen Spendenruf. Siehst du, da stockt er sofort. Nein, ich dachte, der wäre für einen Puff für mich. Nein. Nein. Lesrak, nein, aus. Oh Gott. Okay, ich versuche Beherrschung und Zurückhaltung. Das ist, wäre mal. Eine Sache, ja. Obwohl ich eigentlich schon Wetten stark zurückhalte. Wir nehmen wie lange jetzt, hält das aus? Wir nehmen jetzt Wetten an, wie viele Folgen braucht Lesrak, um sich wieder im Thron zu vergreifen. Hey, die eine Folge, wo wir das Quantum geholt haben, da habe ich kaum Mist geredet. Da waren wir auch müde. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich da super war. Das ist nur, wenn der Villandash dabei ist, weil der ist ein bisschen älter, der hat den besseren im Griff, den Lesrak. Ja. Bezweifle ich. Ja,
Ich glaube, hier den Laptop des Rats klicke ich schon mal an hier. So, und auch den Film von der guten Dame hier können wir uns ja auch schon mal zusammen angucken. Es ist wie die Plagen von Ägypten. Erst wird das Wasser zu Blut, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es Hagel und Donner, Heuschreckenschwärme, Fliegen, Krankheit und dann Finsternis. Und jetzt regnet das Feuer des Himmels auf uns herab. Es ist eigentlich wunderschön. Aber nur von hier oben. Da unten findet man keinerlei Schönheit, nur Tod und Krieg. Dieses Land ist verflucht von der Geschichte und dem Wahnsinn der Menschen. Natürlich habe ich nicht die Leute, um es zu untersuchen oder gar etwas zu unternehmen. Alles, was mir bleibt, ist, einen weiteren Brief an den Rat zu schreiben und ihn bitten, es sich selbst anzusehen. Zu sehen, wie Himmel und Erde sich aufgetan haben und den Zorn Gottes über uns entfesseln. Nein, nicht den Zorn Gottes. Es ist nichts Biblisches an diesen Plagen. Das ist alles Menschenwerk. Jo, ach, da ist ja der Malael. Hallo, Malael. Hasta luego. Er hat schon wieder Unsinn gemacht. Hat er? Ja. Das ist das Gute, wenn wir Terra jetzt mit dabei haben. Die kann jetzt immer kontrollieren, während ich mit euch zusammen das Video gucke, was der Malael denn da macht. Böses hinter meinem Rücken. Das willst du gar nicht wissen. Na, ich vielleicht nicht, aber vielleicht die Zuschauer. Glaube ich auch nicht. Die zwei, die wir haben. Die sind froh, wenn ich die Klappe halte, damit sie nicht von meiner Stimme gefoltert werden. Na, wo bleibt ihr denn? Nee, ich konnte nicht spurten, weil irgendwie im Kampf. Okay. Ja, total gemein. Hier ist ein gehorsamer Diener, der muss sterben. Und noch mehr Kultisten. Geht mit Tiernamen. Eichhörnchen. Ja, böse Tiernamen. Putin. Der ist böse? Angeblich schon. Ja, komm auf die böse Seite, hier am Cookie, ne? Runde Cookie, wo wir alle vier Ecken arbeiten müssen. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig vom Keks. Kannst du ihn gleich essen? Nein, nee. Das schmeckt nicht. Das war Smoothie. Das sagt auch jede Dreijährige. Aber du bist doch keine 3 Jahre mehr alt. Körperlich nicht. Geistig? Manchmal. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Ich dachte eigentlich, das wären 4 und ein Keks gewesen, aber... So, wir müssen die Pilger der Flamme und die Flammengeister ausdünnen. Bist du Flammengeist? Ja. Oh, Terra, man bekämpft Feuer. Oh doch, es klappt. Bitte? Ich wollte gerade sagen, man bekämpft Feuer doch nicht mit Feuer, aber ja, okay. Klappt ja. Okay, komm, ich mach mal einen Schneesturm. Oh, Eisigkeit! Sowas kannst du? Ja! Wahnsinn! Dann drüben ein Pilger der Flamme. Jetzt habe ich ganz umsonst meine. Hier meine Ressourcen aufgefüllt. Da war ja schon tot, der Pilger der Flamme. Also die sehen nicht gesund aus. Nicht? Ja. Meinst du, die haben sich irgendwas eingefangen? Ja. Die haben zu lange in der Lava gebadet.
So, den großen hier. Kriegt man den platt? Ja, natürlich. Der hat 9000 Lebenspunkte. Echt bedrohlich. Den brauchst du auch für eine andere Quest. Ja, also mit euch beiden kriege ich den ohne Probleme platt. Also ihr kriegt den platt. Du hast ein Sturmgewehr, wir kriegen ihn platt. Stell dich nicht immer unter das falsche Licht vor, Ali. Was hat das mit dem Sturmgewehr zu tun? Damit machst du auch Schaden. Ich glaube, man macht mit jeder Waffe hier Schaden. Ja. Ja, aber du bist ein Heiler hier. Und du hast eine viel weitere Reichweite als. Ja, das genieße ich gerade ein bisschen. Da wo wir noch dran kriechen müssen, laufen müssen, ist da recht viel. Kriechen klingt gut. Ja, du kriechst gerne, ich weiß. Oh. Oh. Nein? Ja toll, da sagt Koali nichts. Hätte ich mir wieder was anhören müssen. Ich hab den Erster gar nicht mitgekriegt, den Spruch. Ja toll, das ist toll. Tja, ich hab den Frauenbonus. Männerfeindlich. Männerfeindlich. Ja was? Das ist nur, weil Eukalypta auch eine Frau ist. Und wir müssen eben zusammenhalten. Ja, klasse. Brummel, Brummel. Ich bin wieder voll neutral und sag einfach gar nichts. Der fliegt ja nicht mal, der bewegt sich im Sitz. Ja, tust für Putin. Ich glaube, ich habe ihm ein paar zu viele Mäuse drin gegeben. Oh, er ist auf Diät! Habt ihr mir nicht gesagt? Danke. Natürlich, wir füttern doch einfach keine fremden Haustiere. Warum nicht? Die könnten irgendwelche Krankheiten haben? Ach, Quatsch. Wenn ich mich um Krankheiten sorge, dann müsste ich ja hier eigentlich immer im Schutzanzug rumlaufen. Das können wir eigentlich mal machen. Da habe ich ja was breitgetreten. So, hier haben wir einen komischen Lava-Golem, den müssen wir vernichten. Henry! Henry! Dass du denen auch immer die falschen Namen geben musst. Ich will den Namen passen. Wieso findest du Henry nicht passend für einen Lava-Golem? Nee, also ich würde da auch voll die Akku auf ihn kriegen. Mit Henry? Ja, wenn man mich Henry nennen würde. Da hinten, ich hab Gertrud gefunden. Gertrud und Henry, die beiden Lava-Golems. Ist der Name wieder besser? Nee, für einen Lava-Golem? Nee. Wie heißt denn ein Lava-Golem deiner Meinung nach? Jedenfalls nicht Gert und Henry und. Ja, aber selber ist auch nicht besser wissen, ja, ne? Ja, Ifrit könntest du besser, das kommt viel besser. Ifrit ist langweilig, das ist ja geklaut. So geklaut? Final Fantasy, der Feuer. Ja, der redet das von Final Fantasy. Aber du weißt genau, wen ich meine, ne? Also geklaut. Ich hab so, mal was von gehört, das Portal untersuchen. Oh, Skorpion! Du hast einen Skorpion? Oh. Malael will wieder mit Tieren spielen. Ja. Manchmal wünschte ich, der Lesrak Dark Charakter wäre noch hier. Aber der schafft es ja nicht am Endgegner vorbei. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Was, den Teil? Nein! Oder den Lesrak da. Genau den. Du hast ihn mit Sicherheit schon gesehen. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Videos gesehen. Videos, aber ich meine hier jetzt getroffen. Im Spiel. Ja. Sieht nicht wirklich anders aus. Ach, jetzt nimmst du mir aber auch die Vorfreude.
So, ich hier untersuche das Portal. Naja, laufe 1000 Mal dagegen. Das macht man, wenn man Portale untersucht. Man läuft dagegen. Kinder zu Hause, wenn ihr Portale untersuchen müsst, lauft einfach mal dagegen. Ja, und irgendwann treffen die weg und hören Portal besiegen dann. Ja, dann laufen sie dagegen. Irgendwie für eine Invasion aus einer anderen Welt. Ja, weil die schuld. Ja, boah, die ist schuld an einer Invasion aus einer anderen Welt. Den habe ich gelebt. Steht dann groß in den Zeitungen. So, was kriegen wir denn hier, wie schön ist? Wir kriegen mehr Angriffswert, mehr Durchdringung, mehr Gesundheit, mehr Trefferwert, das ist doch super. Boah, ich nicht, ich krieg nur ein riesiges Lag. Oh, du Armer. Ich hier endlich mal mein... Aber das kann ich noch gar nicht tragen. Da müssen wir erstmal für andere Zustände sorgen hier. Hier mal ein bisschen aufwerten, was die Talisman-Kultur angeht. So, jetzt bin ich mein QS5-Talisman endlich los. So, was machte der hier? Ne, der war nicht so wunderlich gut. Warum schmeißt du schon wieder mit Schnee um dich rum? Wir müssen ja noch Signalwirkung machen. Ich wollte doch nur ein bisschen Signal Abkühlung. Abkühlung, ja. Das Signal ist hier ganz in der Nähe. Wir holen uns das Signal. Am besten, indem wir vorher diese Flammengeister vernichten. Welches Signal? Von der Nebenquest, die ich angenommen habe. Oh, ich hab dir den Laptop nie angeklickt. Kannst du nur einmal machen. Oh, ich auch nicht. Bei mir steht im Laptop auf weitere Informationen oder so. Bei mir auch. Das sollten wir auch dann mal machen. Hier hin. Warte dann mal hier. Ja, Mart. Harte du. Ach, ich hab keine Lust. Ach je. Hola. Hola. Klar, dass du gleich wieder was holen musst. Es tut mir leid. Kinder, benehmt euch, wenn ich nicht dabei bin. Ach verdammt. Lass die Hände von mir. Da geht er gleich rückwärts. Ach so, haha, das ist gar nicht das, das ist hier. Mhm. Die Schüssel, das, die Jumpen-Zeugs. Ja. Na gut, dann müsst ihr doch zu mir. Malael möchte ein Treffen, aber natürlich. Und Terramer möchte auch ein Treffen, natürlich. Denn jetzt seht ihr live und in Farbe gleich die Bodenkünste des Koala Jump and Run Skills in the Secret World. Das könnte witzig werden. Weil wir nämlich für diese Quest über die Dächer dieser Stadt herumjumpen müssen. Ich dachte, ja. Ich weiß schon, dass ich es jetzt schon hasse. Ja, ich sag ja. Könnte echt witzig werden, das Video später anzusehen. Wo seid ihr denn überhaupt? Im Ladescreen. Ach ja, schön. Ja, es wird so langsam bunt. Nein, das sind nicht meine Medikamente. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Ja. Ich würde sagen, aber mit dem tollen Cliffhanger, dass wir beim nächsten Mal sehen, wie der Koali und die Eukalypter hier epic fail über die Dächer hinweg jumpen, verlassen wir diese Folge für heute und beim nächsten Mal seht ihr dann epische Sachen, die nur passieren, weil man hier keinen Fallschaden bekommen kann. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali und euer Les Rektark. Und eure Terramate.
Der Esel nennt sich immer selbst zuerst und die Frauen müssten eigentlich auch zuerst genannt werden, nicht wahr? Mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege, wie man das so förmlich vernünftig hinkriegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.